Im Museum von Mossul im Irak gab es früher einzigartige Altertümerschätze zu bewundern. Heute liegt alles in Trümmern. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat hier fast alles zerstört. Dies waren einmal zwei wertvolle assyrische Statuen. Irakische Einheiten haben die IS-Anhänger bei den Kämpfen um Westmossul aus dem Museum vertrieben. Sie sind in das Museum eingedrungen. Es gab hier Dutzende antike Objekte, die 5.000 bis 6.000 Jahre alt waren. Die großen Objekte wurden zerstört, die kleinen wurden gestohlen, denn sie lassen sich leicht transportieren und außer Landes schaffen. 2015 taucht ein Video auf, das zeigt, wie die Dschihadisten Ausstellungsstücke im zweitwichtigsten Museum des Iraks mit Vorschlaghammer und Presslufthammer zerstören. Die gestohlenen Stücke werden nicht gleich auf dem Schwarzmarkt landen. Das wird einige Zeit dauern. Die IS-Miliz ist erstmal am Kämpfen. Ich glaube, dass die Sachen in einem Jahr oder später auftauchen werden. Wir können sie immer noch wiederfinden. Diese beiden Stücke haben die Attacken der IS-Dschihadisten überlebt. Es sind zwei Särge mit Koranversen aus dem 13. Jahrhundert.